war es wichtig, dass die Wende gekommen ist. Ich fand das politisch gewollt in meinem Innersten. Meine Schwester war damals schon ausgereist, die wollte ich natürlich gerne in meinem Leben wiedersehen. Und ich fand, dass das so, wie die DDR lief, nicht weitergehen konnte. Es war für mich immer unvorstellbar, nicht reisen zu können. Also bevor ich schreiben konnte, habe ich Landkarten gemalt, abgemalt. Ne? Und es waren immer faszinierende Ziele. Und für mich war unvorstellbar, dass es sich auf Polen und die Tschechei begrenzen sollte. Ne? Und Wittenberg erschien mir im ersten Moment also unglaublich zerstört. Ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, also das, was ich im Kopf habe von diesem allerersten Besuch nach der Wende hier am 01.01.91, sind wirklich die Kranachhöfe, also eigentlich ein Klischee, die völlig zerfallen waren, wo man entsetzt war, dass also die Werkstatt eines bedeutenden Renaissance-Künstlers halt völlig sich selber überlassen wurde und dass mich das sehr entsetzt hat. Und dann sind wir hochgelaufen Richtung Piesteritz. Der Freund, bei dem ich damals war, der wohnte da draußen. Und dann sind wir halt an diesen alten Industriebrachen vorbei, die es heute ja teilweise noch gibt, teilweise natürlich längst saniert sind. Aber ich das Gefühl hatte, oh mein Gott, das ist ja schlimm hier. Lebte damals im WBS 70, Plattenbau, Lerchenbergstraße. Keine Ahnung, wenn man jetzt so im Nachhinein Fotos sieht zum Beispiel, irgendwie alles so trist aus und grau und abgeranzt und abgewohnt. Für mich war es ein buntes Leben in Wittenberg. Es gibt keine Jugendclubs mehr, die Jugendlichen wissen nicht mehr wohin, keiner kümmert sich mehr so richtig um künstlerische Veranstaltungen, die viele interessieren und so kam vielleicht so eines zum anderen, dass man mit den richtigen Leuten in den richtigen Orten auch zusammensaß und sich dachte, was können wir machen, was können wir ändern. Dazu kam natürlich auch noch, die Zeit der Wende war auch geprägt durch die Ausweitung der rechtsextremen Gruppierungen in und um Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Da schwappte so einiges rüber. Es gab halt auch immer vermehrtere Kontakte zwischen links und rechts. Das war natürlich auch für mich ein Thema. Ich fühlte mich eher auf der linken Seite, logischerweise. Und man hat natürlich auch gedacht, klar, so eine enge kleine Subkultur von linken Leuten brauchen einen Ort, müssen irgendwo hin, sollten sich organisieren, sind interessiert, sind vor allen Dingen auch intelligente Leute, die einfach auch was bewegen wollten. Und in Wittenberg, glaube ich, gab es von diesen Leuten eine ganze Menge. Wittenberg war so ein Ort von unfassbar vielen interessanten Leuten und die ganz viel dann angefangen haben zu machen. Und wo im Grunde genommen wirklich, du musstest nicht nach Berlin fahren, du musstest nicht nach Leipzig fahren, du musstest nicht nach Halle fahren, um Party zu machen, sondern es gab jede Woche in Wittenberg interessante Veranstaltungen. Ich glaube, daran ist heute nicht zu denken. Was ich euch noch sagen wollte, ist eigentlich, es gibt ein Land, was ich nicht leiden kann. Okay, was? Ein Lied gegen Deutschland. Deutschland, es sei für dich, du stehst vor dem jüngsten Gericht. Deutschland. Die Kellerbands waren wichtig. Wenn ich gesagt habe, dass die Wende wichtig war, so waren es die Kellerbands auch. Wir haben uns damals politisch vor allen Dingen über Musik ausgedrückt. Also es war Punkmusik, da konnte man Texte schmettern, die eigentlich kaum jemand verstanden hat, aber die wir verstanden haben. Ja,
was weiß ich. Und dann konnte man sagen, wie doof man alles findet. Und man durfte sich so richtig krass ausdrücken. Und deswegen war das gut. Das gehörte einfach dazu. Das war Politik in meinen Augen schon. Los ging es mit quasi so einer Wohnzimmerband von Uwe und von mir. Mit Notwehr, da habt ihr einen Tape. Das waren eigentlich mehr so zusammengeschnippelte Sachen aus schon vorhandenen Liedern und irgendwas selber angemixt. Und dann kamen halt die ersten Kellerbands. Die erste war, glaube ich, Staubzone mit Greasy, Peasy und Olaf. Ja, das muss gleich nach der Wende passiert sein. 89, 90, 91. Hatten auch viele Auftritte im Umkreis irgendwie. Ja, das hat sich dann irgendwie erledigt. Und dann wurde Jules gegründet mit Mario Barth und Peasy war wieder am Start und Christian Brunnert, genau. Peasy habe ich kennengelernt durch einen Motocross. Ich war damals mit 16 im Motocross, der war auch dabei. War schon immer irgendwie durchgeknallter Typ, irgendwie immer witzig. Immer viel gequatscht, der konnte dich totquatschen. Aber irgendwie witzig auch, ne? Und dann später sind wir dann halt auch musikmäßig zusammengekommen. Und er wollte natürlich Sänger werden, er musste sich immer präsentieren. Das war so ein Typ, der halt immer im Vordergrund war, laut, witzig. Leider auch viel Alkohol und Drogen dann dazugekommen. Ich muss schon sagen, es war mit einer meiner besten Kumpels so damals so. Also, sehr getroffen, als er damals gestorben ist. Mhm. Peasy konnte wundervoll singen. Peasy, ne? Greasy eigentlich weniger, aber er war ein cooler Frontmann so. Aber das war schon cool. Mhm. Er hatte halt sehr viel Show gemacht da auf der Bühne und lag eigentlich immer ein bisschen neben der Spur mit seinem Gesang, aber das machte nichts, das passte ganz gut. Konnte der gut überspielen mit seinen Aktionen, die er dann halt gemacht hat. Deutschland, es sei für dich, du stehst vor dem nützlichen Gericht. Deutschland, du wirst der Mann zu dir, von der Sendemann. Deutschland, gib doch endlich auf und deine dreckige Seele aus. Deutschland, du hast nicht mehr sein. Deutschland, du wirst nur noch schreien. Als ich das kennengelernt habe, hier war das alles schon. Damals hat DVG hier geprobt und Psychoterror hießen sie damals, das erste Mal hier runtergekommen. Wie gesagt, da waren eben, Proberaum war hier. Tischtennisplatte. Wer jetzt nicht gerade dabei war zu proben oder so weiter, hat hier draußen Tischtennis gespielt. Getränke gab es oben im Wittenberger Hof. Elfwiesen Partys hieß, das war, ja, ganz oft der erste Weg nach der Schule, wenn ich mit dem Zug aus Dessau kam, dann erstmal runter auf die Elbwiesen zur alten Badestelle abchecken, ob da irgendjemand ist und dann da halt wirklich auch Zeit verbringen. Kann mich in den Sinn, dass wir Bierfässer durch die Stadt gerollt haben, wenn irgendwie großen Partys waren. Da war unser lieber Achim Lars da wirklich gut und gerne zu haben. Das heißt, da konnte man auch später mal anklopfen und sagen, das Bier reicht nicht, hast du mal noch ein Fass? Und dann haben wir das Holzfass, das waren halt damals noch Holzfässer, wirklich durch die Stadt gerollt, ne? Und dann bis auf die Elbwiesen und dann haben wir da, ja, Party gehabt und gefeiert. Und das halt nicht nur am Wochenende, sondern wirklich, das war so ein, ja, war ein Treffpunkt. Thank you.
am alten Schwimmbad, die Elbwiesenpartys. Das waren unsere Treffpunkte am Wochenende. Und die waren immer spektakulär und man musste da eigentlich hingehen. Und ich glaube, jeder in dem Alter zwischen, weiß ich nicht, 14 und Anfang 20, der in irgendeiner Weise halt vielleicht sich zu irgendeiner Subkultur oder anderen Musikrichtung hingezogen gefühlt hatte, hat von diesen Elbwiesenpartys gehört und man ging da hin. Man ging da einfach hin. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir da immer am Wochenende waren und ich weiß auch, kann auch nicht bestimmt, mit Bestimmtheit sagen, wer damit begonnen hat und wer jedes Mal sagte, jetzt läuft wieder das, wer Musik mitbrachte und wer Alkohol mitbrachte, kann ich nicht sagen. Ich kann eigentlich nur sagen, dass es für aus meiner Erinnerung, glaube ich, fast jedes Wochenende, so wie das Wetter es zuließ, wir uns da getroffen haben. Auch unter der Woche war es auch ein Treffpunkt, hinzugehen und man hat einfach geguckt, ist jemand da, ist keiner da, manchmal waren zwei da, manchmal waren drei da und am Wochenende waren es wahrscheinlich 20, 30 Leute und das war super. Ich glaube, am Anfang war es so, immer zum Tag der Republik, also der alten Republik, hat sich dort immer eine Szene junger Leute, also ich gehörte dazu den absolut Jungen, getroffen, schick gemacht, teils mit Anzug und Schlips, zum Drachensteigen, Bier trinken. Drachensteigen? Ja, und dann das setzte sich dann halt fort, so die Elbwiesenpartys, die, weiß nicht, finden vielleicht sogar immer noch statt, keine Ahnung. Also das war eigentlich Frühjahr, Sommer, Herbst immer Anlaufpunkt. Ne? Viele hatten dann Hunde, die konnte man mitnehmen, konnte sie dort laufen lassen. War immer sehr relaxed, ja. Zum Teil exzessiv, aber schön. Politik habe ich immer gemacht. Also das ist, wie wir uns abends manchmal getroffen haben, rotweinselig, haben wir über Politik gesprochen und das hat sich bis heute eigentlich durchgezogen in meinem Leben. Politik gehört einfach dazu. Also ich denke schon, ich bin ein politischer Mensch und die Jugendgesellschaft, in der ich mich dann damals bewegt habe, das war politisch in meinen Augen. Das war politisch auch motiviert und auch gewollt, was zu verändern. Wenn man davon ausgeht, dass wir, als wir noch DDR waren, immer was ändern wollten, dann war das natürlich genau der Startschuss. Jetzt hast du die Gelegenheit, jetzt kannst du was tun, jetzt kannst du dich einbringen, sonst... Und da wollte auch keiner den Zug verpassen, also das war schon politisch in meinen Augen. Man wollte nicht so sein, wie die anderen sind, wie die Alten und dieselben doofen Fehler machen. Das ging schon um Freiheit und andere Lebensmodelle leben. Viele verschiedene Lebensmodelle. Die Möglichkeiten waren auch mit einmal da. Vorher hast du nur darüber gequatscht und Bücher gelesen und mit einmal war die Chance da. Das ist doch spannend, spannende Zeit. Also ich bin 1991 in die PDS eingetreten, war deren Sprecher, Kreisvorstandssprecher bis 94. Und habe natürlich mich vor Ort sowohl in der Partei engagiert, aber eben gerade eben über diese alternative Szene. Also ich glaube, ich war schon so ein bisschen ein Stück weit derjenige, der auch in die Partei hinein diese alternative Szene mit vertreten hat und diese Ansätze. Also ich meine, wie gesagt, es war eine verstaubte SED-Nachfolgepartei und es waren Leute, die mit so einer Kultur relativ wenig anfangen konnten. Was wir jetzt ein bisschen ausgeblendet haben, wir hatten natürlich eine krasse Nazi-Szene, die sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass wir eine der militantesten Neonazi-Szenen im Landkreis hatten mit der Kameradschaft Elbe und Elbe-Ost dann später. Und das waren die unschönen Seiten, also die auch in persönliche Bedrohungen und so weiter gegipfelt sind, die ich gerne ausblende. Ich sagte, die Innenstadt ist rot, die haben wir aber verteidigt. Da hatten wir halt unsere, ne, da war... Erstmal die Marstallstraße, Schuppen, Schweizer Garten. Das war so ein bisschen immer unsere Maxime. Also wir, die kulturelle und personelle Dominanz haben wir in der Innenstadt. Aber wenn wir ein paar Meter außerhalb, also im Neubaugebiet,
raus, die Maus. Das war Nazis, war halt eine Nazi-Dominanz. Und gerade viele Jugendliche, die ein bisschen alternativ waren, hatten halt im Neubaugebiet ein Riesenproblem, wenn sie mit bunten Haaren durch die Gegend gelaufen sind. Wittenberger Autonome in der Marstallstraße. Ja, das war ja so im Prinzip mitten in der Wende. Wenige Wochen, maximal Monate nach dem Fall der Mauer, nach dem Regime Change, wurde das Haus besetzt. Super klein, 2 Etagen, gefühlt ein etwas größeres Zweifamilienhaus, direkt neben einem Beerdigungsinstitut. Ja, ich glaube, da tauchten wir das erste Mal so richtig geballt und permanent, weil mit eigenem Objekt in der Stadt auf. Und das war für viele sicherlich ein kleiner Schock und Anstoß manchen Ärgernisses. War eine kurze, wilde Phase. Immer gut besucht. Es kamen immer auch Leute aus den alten Bundesländern vorbei. Ne? Irgendwelche Freaks aus Göttingen, aus Berlin, aus sonst wo und wollten uns auch irgendwas über den Klassenkampf erzählen. Für uns war es halt eher eigentlich am Anfang oder eigentlich nie so primär politisch. Wir waren halt eher junge Leute, denen Freiräume zugemacht wurden durch die hiesige Politik und die sich einfach Freiraum schaffen wollten. Also ich bin da, glaube ich, erst mal 4 oder 5 Mal mit dem Fahrrad vorbeigefahren und so, scheiße, da reingehen, geht das? Und dann, na klar. Fahrrad abstellen und rein und ja, und dann waren dann halt das alles völlig coole Leute. So, also ich hätte die Angst hätte ich gar nicht haben müssen. Und natürlich wurden ja Mythen auch in der Stadt verbreitet über die Marstallstraße, was da alles Schlimmes ist und die Spritzen liegen auf der Straße rum und also das alles, was wir uns später auch zum Schweizer Garten wieder anhören, das hat da angefangen und das war alles Unfug. Ein Haus zu besetzen ist erstmal eine spannende Aktion. Da drin sich zu überlegen, was macht man da, einen Billardtisch reinzustellen, einen Kaffee zu machen, alles auf Selbstinitiative und auf Selbstkosten anzubieten, einen Dienstplan zu erstellen, wer wann am Tresen steht, wer rein darf, wer nicht rein darf. Das ist am Anfang natürlich eine total spannende Sache. Wenn es dann mal läuft, findest du es auch noch gut. Aber irgendwann vielleicht muss man das am Laufen halten und dann bin ich auch der Meinung, klar, wir waren halt alle jung und viele Leute haben einfach dann die Ausdauer nicht mehr gezeigt und nicht mehr gehabt. Viele Interessen oder Interessen stießen dann auch aufeinander. Die einen wollten, dass es so läuft, die anderen wollten, dass es anders läuft. Dann sind die Leute ausgetreten und auch nicht mehr hingegangen. Das war, glaube ich, kamen viele Faktoren dazu. Das ist das, was mir nennt. Erinnerung jetzt blieb. Also ich hoffe, dass ich nicht völlig falsch in meiner Erinnerung bin. Also dass es hier hauptsächlich das Jahr 1992 war, in dem das Flashback geöffnet hatte. Das heißt also eine alternative Disco für alle, die sich alternativ fühlten, vom Gothic angefangen, Punk, Metal, alles was dazugehörte. Wie gesagt, Wittenberg ist klein, hat also verschiedene Szenen, aber eben die nicht allzu groß waren. Und die haben dort alle gemeinsam miteinander gefeiert. Und ich glaube, das ist vielleicht auch eine der Sachen, die spezifisch für Wittenberg sind. Du hast eben wenige Leute, du könntest auch mit den wenigen Leuten, die nur zu einer Szene gehören, glaube ich, sehr wenig feiern. Das wären recht kleine Wohnzimmerpartys geworden. Aber wenn man dann halt alle zusammen hat, dann gibt es da tatsächlich Stimmung.
Man hatte halt Plüsch als DJ hauptsächlich, an den ich mich erinnern kann. Ich glaube auch Benny Biedermann, ich weiß nicht, wer noch alles dabei war. Und es war halt Freitag und Samstag, das waren auch wirklich die Tage, wo man dann dort abends hingegangen ist. Und das war auch noch so ein bisschen aus DDR-Zeiten war man ja gewohnt, dass das nicht so lange ging. Ne? Also man fing ja etwas früher an, also so um 8 war dann also so späteste Beginn für alle Veranstaltungen und um 12, um 1 waren dann eigentlich immer schon alle Messen gesungen. Und wenn ich das noch richtig im Kopf habe, war das beim Flashback auch noch ziemlich ähnlich. Also das heißt, man ist dann um 8, um 9 dort gewesen und um 1, um 2 war da glaube ich dann auch schon wieder alles vorbei. Coole Location, also ich habe da echt ganz viele positive Erinnerungen, dass wir auch wirklich die Nacht zum Tag gemacht haben und danach noch weitergezogen sind. Zügig dann auch Richtung Elbwiesen oder von den Elbwiesen ins Flashback und danach zurück oder. Also da gab es schon coole Zeiten, ja, auf jeden Fall. Danke, hoffe, das bleibt aus. Aber es war coole Mucke, war sehr schön. Benny hat das richtig, richtig gut gemacht. Kann da jetzt nicht so viel drüber. Mir fallen so schlimme Sachen ein, wenn ich ans Flashback denke. Also kann mich erinnern, dass ich durchaus mal den ganzen Abend durchgepokt habe. Das war schon krass, ja. Und ich weiß nicht, mit irgendeinem Mädchen habe ich mich mal geprügelt. Also das waren harte Zeiten. Flashback war wirklich cool. Fand ich richtig schön. Hat mir gefallen. Dort haben sich halt Mettler-Gruftis, Punker, ein bisschen, glaube ich, so, da haben sich halt alle irgendwie getroffen, so, und das war halt das Coole dran. Und das lief halt für jeden auch Musik. Stadt wie Wittenberg waren die Leute immer dicht beieinander. Ne? Egal, ob man irgendwie eher auf die härtere Gangartmusik stand oder ob man eher auf die elektronische Musik stand. Irgendwie hat man sich immer wieder getroffen, gab es immer wieder Überschneidungen. In Wittenberg gab es halt relativ viele Punks, Blueser und Gruftis, ne? Ein paar Mettler. Ich halte davon eh nicht so viel, das irgendwie so zu trennen. Ja. Also wenn ich alleine mich betrachte und meinen Musikgeschmack und welche Konzerte ich besucht habe und auch jetzt noch besuche, dann ist das so facettenreich. Also ich glaube, alle, die sich irgendwie verstehen und nicht auf die Fresse schlagen, die können auch zusammen feiern und sollten das auch tun. Also weil davon leben ja die einzelnen Szenen auch. Ne. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Wahrscheinlich ja. Ich glaube, wenn man jugendlich ist, ist Musik ein ganz zentrales Thema. Und das war damals auch. Das war ein ganz zentrales Thema, welche Musik du hörst, mit welcher Szene du das verbindest. Die Texte, der Bass, das war wichtig einfach, fand ich. Und für die Zeit war so absolut toll, dass es so viel Untergrundmusik gab. Also nicht unbedingt die Charts, die waren so, ich weiß nicht mal, was zu der Zeit in den Charts lief, ich kann es nicht sagen. Aber diese ganzen kleinen Bands, die haben einem auch was bedeutet. Und wenn man dann mal verliebt war, dann hat man sich eben gegenseitig Kassetten aufgenommen. Das sind diese schwarzen, viereckigen Dinger, ja. Bei mir in Erinnerung, ganz klar, weil die Jungs waren ja auch überall präsent und da verschiedene das halt, ne, die angepissten Turntaschen, ne? Turnbeutel oder Turntaschen? Ja, genau. Also die sind mir also weil die halt auch so die witzigsten waren, fand ich. Die sind mir am meisten noch in Erinnerung. Aber thank you.
noch hin. Scheiße! Der Schweizer Garten ist ursprünglich ein alter Tanzsaal aus den wahrscheinlich eher 20er Jahren. Also wirklich so mit großem Stuck an den Wänden. Es gab damals auch ein Netz, was drin gespannt war, um die Stuckteile, die womöglich herabzuschürzen drohten, ein bisschen zumindest vom Unterboden entfernt zu halten. Die Handelsorganisation der DDR, genannt HO, hatte dort ihr Möbellager drin. Und also die Räumlichkeiten waren halt von der Stadt quasi von der HO zurückgefordert und erhalten worden. Und es war halt ungeklärt, was man damit machen würde. Und ich kann mich noch gut erinnern, also ich war so ein bisschen vorinformiert. Also mich hat es nicht ganz so überrascht wie vielleicht den einen oder anderen. Und dann gab es eben halt den Knall, wir haben ein besetztes Haus. Schweizer Garten war so der Punkt, wo sich so ein bisschen unser Frust dann auch entladen hat. Also da spitzte sich die Zeit so zu, dass sie uns alle möglichen Clubs geschlossen haben, weggenommen haben und irgendwelche Sachen draus gemacht haben, keine Ahnung. Und das, womit wir angefangen hatten, Wow, Flashback und Kaba, das war alles weg. Und das konnte man sich im Grunde genommen nicht gefallen lassen. Also da war der Punkt erreicht, wo man dachte, nee, das kann nicht sein. Wir brauchen ja auch irgendwo ein Zuhause, wo wir uns sehen und wo wir das ausleben können, was wir uns vorgenommen haben. Lass es langsam runter. Die war, ein Haus zu haben, wo wir leben können, ein Haus zu haben, wo wir letztendlich auch einen Treffpunkt hatten, wo wir Musik machen konnten, wo wir Kunst machen konnten, wo wir letztendlich unsere Ideen und vielleicht auch eigenen Philosophien, ist ja egal, wie man das nennt, ausleben können. Also wir wollten zum Beispiel meiner Ansicht nach, kann ich mich erinnern, eine Volksküche machen. Da hatten wir sogar mit irgendeinem Fleischer, ich weiß leider nicht mehr, wie er hieß, der hat uns sehr kräftig unterstützt. Der hat uns immer mal große Berge Wurst und Fleischwaren gebracht ins Haus. Aber ich weiß leider den Namen nicht mehr. Der war total cool. Und mit dem hätten wir so eine Volksküche aufziehen können. Und Gerd Dommert damals, der war Koch von Beruf. Und der war so ein bisschen mit dieser Idee behaftet. Der ist dann leider tödlich verunglückt. Und damit ist diese Idee dann auch kaputt gegangen. Ja, dann war noch so eine Truppe etwas älterer. Die wollten einen Proberaum bauen. Wie weit die gekommen sind, weiß ich gar nicht. Aber die wollten immer die Kellerbands unterstützen. Das war
Das war auch toll, die haben sich da dolle eingesetzt. Die Seite, die man tatsächlich einem alternativen Projekt zu genehmigen würde, das sind, glaube ich, ein paar andere Aspekte. Also eben zum Beispiel das Wohnen, dass dort eben viele Leute, also auch zumindest für eine Zeit lang Aufnahme gefunden haben, die wahrscheinlich sonst wirklich Schwierigkeiten gehabt hätten, irgendwo in Wittenberg. Und so. Natürlich hat es auch die anderen gegeben, die einfach es mal schick fanden, für eine Zeit lang dort aus einer bestimmten Art von Leben auszubrechen. Aber es waren auch definitiv Leute dabei, die man sonst wahrscheinlich unter dem Wort obdachlos hätte subsumieren müssen. Und denen hat, ohne dass irgendwer der großen Hilfestellung gegeben hätte, hat dieses Ding, glaube ich, eine ganze Menge über die Zeit gerettet. Und das ist definitiv positiv zu werten. Natürlich gab es auch Menschen, die... gerade aus dem Schweizer Garten heraus oder zumindest aus, nicht aus dem Schweizer Garten, sondern aus ihrer politischen Überzeugung oder aus der Notwendigkeit der damaligen Zeit, sich auch antifaschistisch organisiert haben und auch antifaschistisch agiert haben. Das Beobachten und eine doch aktive Antifa-Arbeit war, ob es das Organisieren von Flugblättern war, ob es die Aufklärung der Bevölkerung war, ob es die Teilnahme an Demonstrationen auch in anderen Städten war, die Vernetzung mit Göttingen, Halle, Dessau, gerade in der Antifa-Bewegung und auch in der Hausbesetzungsszene, auch mit Berlin, die gab es. Und das war wichtig zu der Zeit, unbedingt wichtig. Und hier war halt das Tor war immer schwerst barrikadiert. Ne? Wenn gerade wieder richtig Faschoalarm war, wurde hier der eine Rohbohr vorgefahren. Zwei große Stahlbleche bis auf 3 Meter davor, der Rohbohr gegen 2 Balken und das Ding war dicht. Ne? Und das restliche Zeug, was wir brauchten zur Verteidigung, stand halt oben und verteilt. Ja, und dann gab es natürlich schon so Sachen, die sich extrem entwickelt haben. Also sehr erfolgreich, die ganzen Metal-Konzerte. Also, ja, wir hatten ja am Anfang wirklich eher so Reggae, Hardcore, Punk Konzerte. Und irgendwann lernte ich mal den Jens kennen. Er hatte hier in der Stadt einen Plattenladen, so ein bisschen spezialisiert auf Metal. Ne? Und der suchte halt eine Location, der hatte Top-Kontakte zu Metal-Bands. Und dann haben wir das alles mal besprochen, haben es mal probiert und es war extrem erfolgreich. Also Rockhard, Metal Hammer, da gab es ständig Erwähnungen. Es haben Bands gespielt, die wir uns hätten nie leisten können, die einfach eine Nummer zu groß war. Die wollten hier spielen, weil sie von der Atmosphäre gehört haben. Die kannten das zum Teil auch aus ihren Anfangsjahren. Also da waren Bands dabei, die haben zu der Zeit 15 Platten auf dem Markt gehabt und spielten zum Teil in anderen Ländern vor 5.000, 10.000 Leuten, die wollten hier spielen. Die haben uns da auch Angebote gemacht, dass wir es uns leisten konnten. Das war grandios. Das ist der Blindfisch, der legendäre. Also es hieß zwar immer Schweizer, ey, wir gehen in Schweizer, wir fahren in Schweizer und quer durch die Republik. Und nannten es halt alle Schweizer, ne? Aber eigentlich der Konzertraum, wir hatten dann irgendwann mal festgelegt, wir brauchen irgendwie einen griffigen Namen. Und ja, dann kam Blindfisch und dann hat der Matthias Wolf hier in der Nachtaktion bei bestimmt viel Bier diesen Blindfisch an die Wand gezaubert. Das war dann ab da an unser Maskottchen. Ja. War, wenn man es jetzt im Nachhinein betrachtet,
Es war eine Nummer zu groß. War von vornherein klar, dass wir das nicht schultern können. Dafür war zu wenig Kohle dahinter. Also wir hatten viel Idealismus, aber es gab die Angst. Also die Stadt hat es toleriert, aber nicht mehr. Nicht mehr als das. Also es ist null. Also die Stadt hat aus meiner Sicht auch, das war einer der, denke ich, entscheidenden Wendepunkte auch für die Stadt, dass sie das nicht offensiv unterstützt hat. Nicht gesagt hat, ey Leute, wir packen das gemeinsam an, wir lassen uns gemeinsam gucken, wie wir das Projekt voranbringen, wie wir es auch in die Legalität bekommen, wie wir es sozusagen auch so hinbekommen, dass wir dort Sanierungsmittel reinstecken, um langfristig ein Projekt in Wittenberg zu haben, wo sich Leute festhalten können, wo Leute auch sagen, das ist auch ein Grund, in der Stadt zu bleiben. Im Endeffekt hätte man damals ein Stück weit auf den anderen zugehen müssen und eigentlich die Älteren und Verantwortungsvollen hätten auf uns zugehen müssen mit anständigen Angeboten. Und dann wäre das hier vielleicht ein florierendes Jugendzentrum geworden. Ja, wir hätten damals, glaube ich, ein bisschen mehr so Weitsicht brauchen können. Also auch einfach vielleicht Leute, die mit solchen Sachen schon ein bisschen Erfahrung haben. Ja, das ist sicherlich auch ein Grund, warum das im Endeffekt dann vielleicht gescheitert ist. Plus, dass viele Leute weg wollten, denen war Wittenberg dann einfach irgendwann zu klein, die sind ja nicht vorwärts gekommen. Also wer das Gebäude gesehen hat, wusste im Grunde von Anfang an, oh, auf was lassen wir uns hier ein? Und wir haben, finde ich schon, Teile des Konzeptes umgesetzt. Also wir haben Freiraum geschaffen, wir haben Bands Raum gegeben, wir haben unterschiedlichen Szenen Raum gegeben. Aber um es nachhaltig zu machen, hätten alle an einem Strang inklusive der Stadt ziehen müssen und daran ist es halt gescheitert. Und eben an der dann Vereinzelung und dann war halt Schluss und aus und dann ging es nicht mehr. Ich glaube, das wirklich Besondere an Wittenberg in dieser Zeit ist, dass tatsächlich sehr viele junge Menschen, und jung ist ja natürlich bis heute ein relativer Begriff, also reden wir halt wirklich so zwischen 17, 18 und Anfang 30, das ist so Querschnitt, das sind auch sehr unterschiedliche Leute, unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen Szenen, tatsächlich, weil eben die Stadtgröße doch relativ gering ist, gemeinsam etwas gemacht haben, weil sie gemeinsam an einem Strang gezogen haben, gesagt, wir brauchen etwas, um uns auszuleben, was uns Ausdruck verleiht. Und das hat tatsächlich im Nachwende Wittenberg funktioniert. Ich weiß noch, dass es dann irgendwann so einen Punkt gab, ich glaube, das muss so um 1995 gewesen sein, wo sich dann eigentlich schon dieser Schweizer so ein Stück weit totgelaufen hatte und diese Leiche aber dann noch eine Weile vor sich hin lebte. Und ich glaube, man kann das heute, glaube ich, auch gerade mit der Entfernung zeitlich und gedanklich, die wir davon haben, auch viel, viel entspannter sehen, als man das wahrscheinlich zur damaligen Zeit gesehen hat. Damals war das natürlich für viele Leute gar keine Vorstellung, dass das irgendwann mal ein Ende haben könnte. Also wo man eben dann halt mit dem damaligen Bürgermeister verhandelt hat über irgendwelche Orte, wo man stattdessen dann hinziehen könne und so weiter und so fort. Es gab ja dann auch nochmal ein anderes Objekt, was dazu geteilt wurde. Aber die Ursprungsgeschichte des Schweizers an sich war zu diesem Zeitpunkt schon längst weg. Also das muss man mal ganz deutlich sagen, weil ich glaube, der Schweizer ist ein ganz, ganz klassisches Nachwende-Phänomen gewesen. Während wir also eben halt ab 95 natürlich bereits in der Bundesrepublik angekommen waren. Und da waren die Bedürfnisse auch anders. Die Leute waren andere. Also viele, die eben halt in der Anfangszeit vom Schweizer dabei waren, waren damals schon in alle Winde zerstreut. Also ich glaube auch nicht, dass es jemand gegeben hat, der von Anfang bis zum Ende sich wirklich als involviert bezeichnen könnte. Und insofern hat sich dann halt ein Projekt aufgelöst, was wir heute ganz anders betrachten können und was, glaube ich, auch nicht mit diesem Makel behaftet ist, dass es gescheitert ist. Es ist nicht gescheitert. Es hat für diese Zeit auf eine Art und Weise funktioniert, die man im heutigen, gerade auf der Draufsicht von heute sagen könnte, wie überraschend. Na,
ich glaube schon, ist es ein Kind seiner Zeit und es ist auch nochmal ein ganz spezielles Kind seiner Zeit gewesen hier in Wittenberg. Wir haben ja zu der Zeit auch, wenn die Zeit mal da war, andere besetzte Häuser besucht, in Leipzig, in Berlin, in Halle, in Göttingen. Wir waren halt wild, aber wir waren nicht so dogmatisch, nicht so, also ich bin in besetzte Häuser gekommen, wo ich mich erschrocken habe, Agitationszeitungen in einem Ton, nur ein Feind und wir sind die Guten, so, das war mir, also in Wittenberg war es anders, weil halt so viele verschiedene Leute, also mit so unterschiedlichen Hintergründen hier ankamen. Ne? Da war, also alleine schon, was weiß ich, Pfarrerssohn, Arbeiterkind, aber auch eigentlich ich eher Grufti, ich eher Punker, ich will eher Kunst machen und ich will einfach nur abhängen. Und ja, das war schon besonders in Wittenberg, also dieser extreme Freiraum. Was ich immer sage und was ich, ja, wo ich zu stehe, ist, ich würde alles wieder so machen, wie es gemacht hat. Das hat mich so geprägt, das hat das gemacht, was ich jetzt bin, aus mir, die ganzen Erfahrungen, die ganze politische Arbeit, auch das soziale Miteinander. Pro und Contra ist ja völlig wurscht, aber es hat mich geprägt. Und es hilft mir auch ja, heute noch. Und ich will es nicht missen. Und ja, ich würde es jederzeit, wenn ich so jung bin, wieder tun. Genauso. Ich finde das ganz wichtig, dass Jugendliche sowas machen, dass sie sich ausprobieren dürfen, dass sie Gelegenheit bekommen, sich zu reiben und Verantwortung zu lernen an sich selbst, also nicht vorgesetzt zu kriegen, hier hast du und dann sei verantwortlich, sondern das wirklich zu machen von sich aus. Ob das jetzt eine Dirtbahn ist, die sie irgendwo in der Natur bauen wollen oder ob es ein Haus ist, wo sie Musik machen wollen. Ich bin ganz sicher, dass das Wichtigste ist, was man machen kann, zu sagen, hier habt ihr, tobt euch aus, probiert das und guckt mal, wie weit da kommt. Und ich würde es immer wieder tun. Ich finde das wichtig. Dadurch, dass wir uns zu DDR-Zeiten schon mit Politik beschäftigt haben oder mit den gesellschaftlichen Zuständen oder wie man es auch immer nennen will, und dann mit einem Schlag die Möglichkeit da war, das, worüber wir gesprochen haben, umzusetzen, das war nur in der Zeit möglich. Das ist jetzt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das jetzt noch geht. Das, vielleicht ist die Gesellschaft zu satt an dem Punkt. Wir waren nicht satt, wir waren hungrig. Hungrig nach Erlebnissen und nach Abenteuer wahrscheinlich auch. Also das war schon unbeschreiblich und das war eine richtig, richtig geile Zeit. Und zum Glück haben wir die Wende erlebt, genau mit dieser Energie, dass wir 18, 19, Anfang 20 waren. Und auch ein bisschen naiv an manche Dinge rangegangen sind und einfach so eine Ideen, die man hatte und an woran man glaubte, eigentlich irgendwie auch versuchen konnte umzusetzen. Einfach zu sagen, ja, da steht ein leeres Haus, wir wollen eigentlich einen Ort haben, wo wir hingehen können, wir wollen unsere Musik hören und wir wollen was Eigenbestimmtes machen. Hey, warum nehmen wir uns das nicht, das Haus? Und dass man nicht sofort mit einer großen Mannschaft von Polizei geräumt wurde, sondern dass man einen Zeitraum tatsächlich mit uns ins Gespräch gegangen ist. Das war, glaube ich, das Besondere an der Zeit. Ich weiß nicht, ob das heute noch so machbar ist oder stattfindet, aber man hat damals tatsächlich mit uns gesprochen und hat uns diesen Zeitraum gegeben, uns da irgendwie auszuprobieren. Also wirklich Wahnsinn für Wittenberg. Und dass man Danke sagen muss zu den Stadtherren von damals, dass die uns nicht niedergebügelt haben. Das hätten die machen können. Ne? Aber die haben einige Jahre lang diese Idee, diese Kultur echt akzeptiert.